Januar 1945. Das Deutsche Reich steht vor der Niederlage im Zweiten Weltkrieg. Die sowjetische Armee hat Ostpreußen umzingelt. Millionen Deutsche versuchen zu flüchten. Zuletzt bleibt nur noch der Weg über die Ostsee. In der Danziger Bucht liegen Schiffe, die Kriegsgerät, Soldaten und Zivilisten an Bord nehmen. Auch die Wilhelm Gustloff, einst das legendäre Vergnügungsschiff der Nazis. Es soll laut Passagierliste 10.000 Flüchtlinge in Sicherheit bringen. Diese Menschen wurden zuerst auch noch sortiert. Da ging das dann auch noch nach Parteizugehörigkeit. Die wurden bevorzugt. Aber die Menschen, die im Hafen waren, die hatten Hunger, die hatten Durst. Die waren ja am Erfrieren. Die drängten auf das Schiff. Unter den Passagieren der Wilhelm Gustloff ist auch der kleine Jürgen Danöhl mit seiner Mutter und drei Geschwistern. Die Familie ist erleichtert. Mutter sagte, Kinder, jetzt haben wir es geschafft. Können kein Schnee tragen, kein Frost, keine nassen Handschuhe mehr, keine nassen Füße. Es war ein Gedicht, es war die Hoffnung. Doch auch auf der Ostsee herrscht Krieg. Ein sowjetisches U-Boot kreuzt ganz in der Nähe. Die Geräusche der Schiffsmotoren machen die Besatzung auf die Gustloff aufmerksam. Unser Ziel war das gleiche wie immer: den Gegner vernichten. Wir sollten nach Transportschiffen suchen, um sie zu versenken. Das war unser einziger Auftrag. Der Kommandant erteilt den Befehl zum Angriff. Drei Torpedos treffen das Schiff. Es war nur ein kurzes Bumm-Länge. Und Mutter schrie dann, Kinder, raus, 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 wir sind auf der Mine gelaufen. An Bord kommt es zur Panik. Nur wenige schaffen den Weg zum Deck. Rosemarie klammerte sich an mich und sagte immer, Ulla, jetzt müssen wir sterben, Ulla, jetzt müssen wir sterben. Und ich hatte aber viel Lebensmut. Ich habe gesagt, nein, ich will nicht sterben, ich will leben. Doch Tausende sind im sinkenden Schiff eingeschlossen. Die Rettungsboote reichen nicht aus. Viele springen in die eiskalte Ostsee. Ein deutsches Torpedoboot ist in der Nähe. Das war natürlich eine verteufelte Situation. Denn was Gustloff passierte, das konnte uns ja auch passieren. Ja? Aber ich sagte, retten geht vor, du musst das riskieren. Viele Menschen ertrinken in nur wenigen Minuten. Doch einige werden gerettet. Und dann wurden wir gerettet. Ich wurde hochgezogen, dann fiel ich dem ersten Matrosen um den Hals und sagte, Gott sei Dank, gerettet. Mehr als 1.000 Schiffbrüchige werden geborgen. Doch fast 10.000 Passagiere der Wilhelm Gustloff finden den Tod. War es die Tötung unschuldiger Zivilisten oder ein regulärer Kriegseinsatz? Auf Gustloff war eine U-Boots-Lehrdivision. Das sind Soldaten. Klarer Fall. C'est la guerre. Die Überlebenden werden nach Dänemark gebracht. Nie zuvor und nie mehr danach hat der Untergang eines Schiffes so viele Opfer gefordert.